durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección, la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y sientes por los siglos de los siglos. Amén. Ich hätte dich doch so gerne in dieser Welt gesehen. Das Leben geht weiter. Ich mache jetzt meine Bar auf. Vielleicht habt ihr ja Lust und wir trinken noch was zusammen. Ich möchte erstmal in Henrys Finca. Und ich habe das Essen vorbereitet. Wie lange bleibst du? Bis morgen. Aber für einen Kaffee reicht's bestimmt. Ein Jammer. Ich meine das mit Henry. Bist du bescheuert geworden? Du kannst doch nicht einfach hier rüberfahren. Oye, ¿cómo se puede tomar la calle así? ¿Entendés, idiota? ¿Qué? ¡Merda! Du bist bescheuert. No, no sé, no. Fahr ins Dorf, hol Manolo, sagt, wir brauchen seinen Traktor, damit wir den Wagen rausziehen. Gibt's doch nicht. Dafür, dass Sie unter Schock stehen, können Sie ganz schön viele spanische Schimpfwörter. Ich stehe nicht unter Schock, ich bin sauer, ja? Meine Güte. Sie sind sehr temperamentvoll. Sind Sie sicher, dass Sie Deutsche sind? Wie lange dauert das, bis der diesen Manolo jetzt gefunden hat? Lange genug, dass wir Kaffee trinken und unsere Sinne wiederfinden können. Unsere Sinne wiederfinden können. Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie mich zur Finca von Henry Nissen fahren? Ja, aber der ist tot. Ja, das weiß ich. Darf ich? Danke. Nada. Entschuldige, aber so ein kleiner Mofa-Raudi hat mich in den Graben gedrängt. Das ist mein Retter, Herr Brasso. Vermutlich kennt ihr euch. Also ich bringe dann den Wagen gegen Abend vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich kenne ein schönes Lokal am Strand von Alta Fula. Mal, da komme ich um 8. Adios, Tia Pepi. Adios, Pablo. Tia? Er ist mein Neffe. Meine Schwester Teresa war seine Mutter. Schade, dass du Saskia nicht mitgebracht hast. Sie musste ja in die Schule, aber ich habe dir ein Foto mitgebracht. Schau mal.
Schau mal, wie groß sie geworden ist. Unglaublich. Und mitten in der schönsten Pubertät. Henry ist schon länger krank gewesen, Ulrike. Er wollte es sich bloß nicht eingestehen. Deshalb ist er auch nie zum Arzt gegangen, obwohl ich es ihm 100-mal gesagt habe. Er hat so gehofft, dass du irgendwann zurückkommst. Du warst für ihn die Tochter, die er nie gehabt hat. Jetzt mache ich dir erstmal was zu essen. Hier hat sich ja gar nichts verändert. Und das soll alles ich erben? Hier habe ich ihn gefunden. Mit einem Glas in der Hand. Ich wollte ihn gerade zum Essen rufen. Dann hat er doch wenigstens einen schönen Tod gehabt. Und? Wirst du sein Erbe annehmen? Das weiß ich nicht. Das kommt so überraschend. Warum denn ausgerechnet ich? Ich lasse dich jetzt ein bisschen alleine. Vielleicht weiß er die Antwort, die du brauchst. Henry, ist das wieder eine von deinen berühmten Prüfungen? So wie damals, als wir uns das erste Mal gesehen haben? Wo du behauptet hast, gar nichts von Gartenbau zu verstehen und ich ja schließlich die Landschaftsarchitektin sei. Prost, mein lieber Henry. Später hat sich dann rausgestellt, dass er viel mehr von Pflanzen verstand als ich. An dem Abend hat er mich so eingeschüchtert, dass ich wieder nach Hause gefahren bin. Naja, irgendwann habe ich es mir dann doch zugetraut. Und 3 Monate später war ich mit meiner Tochter im Gepäck wieder hier. Und wann war das? 93. Ja, vor 10 Jahren. Da habe ich gerade in Frankfurt gelebt. Ach, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Henry und ich, wir sind immer in Kontakt geblieben. Wir haben telefoniert, uns geschrieben. Er hat mich auch mal in Hamburg besucht. Und er hat immer gefragt, wann ich zurückkomme. Aber leider war gerade immer irgendetwas wichtiger. Aber so ganz übel genommen hat er es ihn ja nicht. Sonst hätte er mir nicht sein Erbe vermacht. Verstehen Sie denn was von Weinanbau? In meiner Studienzeit habe ich 2 Praktika gemacht. 1 in Kalifornien und 1 in der Toskana. No, gracias, verdad. Der 97er ist einer unserer besten Jahrgänge. Also, erzählen Sie mir mehr von sich. Was machen Sie so? Wo leben Sie? Ich meine, wir sind in Spanien, keiner beachtet uns, Sie reisen weit ab und vielleicht sehen wir uns nie wieder. Wir haben also einen ganzen Abend, um uns alles zu erzählen. Ich bin Landschaftsarchitektin. Ich lebe in Hamburg, zusammen mit meiner Mutter und meiner 13-jährigen Tochter Saskia. Und Saskias Vater? Der lebt schon lange in den USA. Dann haben Sie sich also getrennt, dass Saskia noch sehr klein war. Ja, so kann man das sagen. Er hat sie einfach verlassen. Ich möchte darüber nicht reden, okay? Okay. Es tut mir leid. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Verzeihen Sie mir, dass ich so unsensibel war. Ja. Ich erzähle Ihnen was von mir. Als meine Mutter noch lebte, da träumten wir davon, das alte Familiengut wieder aufzubauen. Aber dann ist sie plötzlich krank geworden.
Alles ging plötzlich ganz schnell, jedenfalls. Jedenfalls hat mein Vater das gut geerbt und er ist eben nur ein taffer Geschäftsmann. Arbeitet in seiner Firma als Anwalt. Aber ich habe mir geschworen, eines Tages baue ich das alte Gut wieder auf. Egal, was es kostet. Eines Tages. Und jetzt kommen Sie in mein Leben. Einfach nach Hamburg fahren. Ja. Mal. Dann legen wir unser Schicksal in die Hände der Sternenüberlandung. Taugt nichts. Er ist ein Brasso. Sein Vater hat meine Schwester auf dem Gewissen. Was ist denn mit dir los? Hast du schlecht geträumt? Noch nie hat ein Brasso eine Frau glücklich gemacht. Hör auf meine Worte! Pepita. Mark. Dann ist also alles klar, meine Herren. Gibt es denn schon Fortschritte mit der Finca von diesem Henry Nissen? Alles in bester Ordnung. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann gehört die Finca uns. Das war's, meine Herren. Henry Nissen. Mein ganzes Leben lang ist mir dieser Besserwisser ab den Nerven gegangen. Verdammte Mist! Vater, ich muss mit dir reden. Ich habe die Frau kennengelernt, die Finca erbt. Und sie heißt Ulrike. Also, wenn du das schaffst, dann gehört das Weingut endlich dir. Bravo. Bravissimo. Mein Sohn. Es tut mir leid wegen gestern Nacht. Eigentlich geht es mich ja auch überhaupt nichts an. Du hast ja recht. Man darf ja auch nicht einfach ungestraft fremde Männer küssen. Ich erzähle es auch nicht weiter. Und, was meinst du? Wirst du wiederkommen? Ich weiß es nicht. Henry hat mich vor so eine schwierige Aufgabe gestellt. Henry hat geglaubt, dass jede Seele ein Zuhause hat. Ja, ich kenne seine Theorie zu dem Thema. Aber glaubst du, dass meine Seele hierhin gehört, nach Lanou? In jedem Fall läuft dein Vertrag weiter, bis ich weiß, was ich mit der Finca mache. Natürlich nur, wenn du willst. Henry hat noch kurz vor seinem Tod ein sehr gutes Angebot für die Finca bekommen. Er hat es nicht angenommen, obwohl es vieles einfacher gemacht hätte für ihn. Jetzt mach's mir doch nicht noch schwerer, als es schon ist, ja? Na, komm her. Hey! Für einen Kaffee hat's leider nicht mehr gereicht. Ach nee.
Kommst du wieder? Mal sehen. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin jetzt fest angestellt. Ich habe mich schon gefragt, was an dir so anders ist. Außer, dass du jetzt keine Jeans mehr trägst, sondern Designerklamotten. Ich bin zu Henrys Beerdigung hier hingekommen. Ja, die war gestern. Worauf willst du hinaus? Damals hat dich dein Freund mit deiner Tochter sitzen lassen. Du warst verletzt, du warst wütend und bereit, jedem die Krallen zu zeigen, der dir zu nahe kommt. Aber du hättest die Zeit gefunden, mit mir einen Kaffee zu trinken. Heute bist du fest angestellt und wahrscheinlich solide liiert mit jemandem, der dir zu Weihnachten einen neuen Staubsauger schenkt. Joe, was soll das? Henry hat dir sein Herzblut vermacht. Damals hättest du das sofort begriffen. Also, überleg dir wenigstens in Ruhe, was du aus seinem Erbe machst. Um es kurz zu machen, ich habe geerbt. Cool. Wie viel? Geerbt? Henry Nissen hat mir seine Finca und seine Weinberge vererbt. Kein Geld? Saskia. Na, ich dachte ja nur. Sonst hättest du mir vielleicht doch ein Pferd kaufen können. Ihr hattet doch die letzten Jahre kaum noch Kontakt, oder? Ja, aber wenn, war das immer sehr intensiv. An Henry kannst du dich, glaube ich, nicht mehr erinnern. Aber vielleicht an Pipita, die Haushälterin. Sie hat dich immer zum Einkaufen mit ins Dorf genommen. Mhm. Lauter alte Frauen, die mir Olla gesagt haben. Henry war immer wie ein Vater für mich. Ich meine, ich habe ja nie gewusst. Wie denn auch, Schatz? Du warst noch nicht mal 3 Jahre alt, als dein Vater starb. Also, ich find's cool, dass wir so ein männerloser Verein sind. Läuft doch super ohne die blöden Typen. Ach, übrigens, Arno hatte angerufen. Er wollte gerne wissen, ob du heute noch mal ins Büro kommst. Wie kommst du denn in dem Zusammenhang auf Arno? Na, weil er seit Jahren scharf auf dich ist und Oma sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich endlich Papa zu ihm mache. Oh, nein, ihr seid schrecklich alle beide. Ich frag mich wirklich, was ich falsch gemacht habe, geh mich jetzt erstmal umziehen. Hallo. Das ist ja eine Überraschung. Ja. Nicht nur du bist als Workaholic verschrien. ¿Qué tal? Muy bien. Ich wollte noch einen Blick auf meine Skizzen vom Alsterpark werfen. Ulrike, die sind großartig. Für dich. Für mich? Mhm. Danke. Aha, Lanou. Vom letzten Jahr? Ich weiß, nicht ganz dein Niveau, aber es ist trotzdem ein ganz besonderer Wein. Warum? Er gehört mir. Dir? Hm. Henry Nissen hat mir alles vererbt. Die Finca, die Weinberge und natürlich auch den Wein. Dann bist du ja jetzt eine richtig gute Partie, hm? Das weiß ich gar nicht. Die Finca liegt mitten in den Weinbergen, ist also für Touristen ziemlich uninteressant. Und das Land drumherum, das kriegt man sicher hinterhergeschmissen. Mit anderen Worten, wir sollten also doch nicht heiraten, hm? Sag mir einen Grund, warum man eine so schöne Freundschaft durch Eheschließung zerstören sollte. Hier kommt der Hubschrauberlandeplatz hin. Wellnesszentrum. Hotelkomplex. Sehr schön. Und da, da drüben, da beginnt schon der Golfplatz. Fantastisch, nicht wahr? Wir müssen nur noch von Ihnen wissen, wann erst der Bagger vorfahren soll. Und wie weit sind die Verhandlungen bezüglich der Finca, die noch fehlt? Immerhin sollen da die Rezeption und das größte Restaurant hin, wegen des herrlichen Panoramas. Und wie wir hören, hat eine Deutsche das Anwesen geerbt. Darum kümmert sich ab jetzt ausschließlich mein Sohn Pablo. Er hat lange in Frankfurt gelebt und ist als Anwalt und Notar auf derartige Verhandlungen spezialisiert. Prost, meine Herren. Zum Wohl. Gut, dann rufe ich heute Nachmittag die Firma Schröter an und frage, ob sie die Erdarbeiten machen wollen. Gehen wir nachher zum Spanier auf ein paar Tapas? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Vielleicht lasse ich mir nur einen Salat kommen. Geile Musik. Erinnert mich an letzten Sommer auf Ibiza. Seit wann hörst denn du sowas? Wieso? Ist doch Radio. So, wollt ihr jetzt endlich wissen, was für morgen anliegt? Ja. Also, um 10 seid ihr bei Iversen. Da werden die Pflanzen für die Terrasse geliefert. Ab 12 könnt ihr bei Starks in den Wintergarten rein. Ja, und nachmittags, da treffen wir uns im Alsterpark, um die ganzen Details zu besprechen, okay? Okay. Hallo? Boah, ist der schön. Für wen ist er denn? Wir könnten euch erteilen. And the winner is Frau Baumgart. Ich? Von wem denn? Na, von wem wohl? Kurz abkochen und nicht anschneiden. Mhm. Man sieht sich.
Heute? Ist was? Mit uns nicht. Ja, dann können wir ja wieder ganz entspannt an die Arbeit gehen. Hallo? Ja, Herr Kranz. Okay. Okay, ich komme gleich rüber, ja? Tschüss. Ulrike? Oh, entschuldige, gehst du noch weg? Mhm, aber ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Aha, mit Arno? Nee. Ja, die Farbe steht dir doch immer so gut. Ja, aber nicht für den Anlass. Was ist es denn für ein Anlass? Es ist ein Mann, den ich nicht kenne. 100 Punkte, Mama. Wie wär's damit? Okay. Er heißt Pablo und ich habe ihn in Spanien kennengelernt. Naja, jetzt ist er beruflich in Hamburg und hat mich zum Essen eingeladen. Mehr nicht. Wenn ich deine strahlenden Augen sehe, doch eher mehr. Weißt du, ich überlege, ob wir diesen Sommer nicht auf Kreta, sondern in Spanien verbringen. Beim eigenen Haus. Wolltest du das Haus nicht verkaufen? Ja, aber ich möchte auch trotzdem noch mal hin. Vielleicht nur, um mich zu verabschieden. Abschied? Wovon? In den 2 Tagen sind Erinnerungen hochgekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Naja, und außerdem ist ein Sommer in Spanien doch schön. Ich denke, wir fahren nach Kreta. Wir haben uns den Club extra ausgesucht, weil man da Dressur reiten kann. In Spanien kannst du doch auch reiten, mein Schatz. Ja, aber nicht Dressur, Mama. Also, ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne weder den Club auf Kreta noch diese Finca da in Spanien. Du bist so gemein. Es lebe die Pubertät. Ulrike, bist du da? Du bist total verrückt. Setz dich. Darf es für Sie auch ein Glas Champagner sein? Ja, gerne. Bitte schön. Dankeschön. Mich überkam Zweifel, ob der Glaubwürdigkeit der Sterne von Landung.
Schade, dass du morgen schon wieder weg musst. Bist du wirklich nur meinetwegen hier? Natürlich. Obwohl, ich muss natürlich auch über eine Immobilie verhandeln, die meinem Vater sehr wichtig ist. Was genau ist eigentlich dein Job bei deinem Vater? Ich bereite seine Verträge vor und kümmere mich um die juristischen Details und manchmal muss ich ihn auch bei Gericht raushauen, wenn er wieder den Bogen überzogen hat. Kommt das oft vor? Und sagen wir mal so, sein Rechtsverständnis ist anders als das der Justiz. Macht dir deine Arbeit Spaß? Ich hasse sie. Ich hab dir doch von meinem Traum erzählt. Du würdest wirklich alles für das Gut deiner Mutter aufgeben? Alles. Obwohl, vielleicht nicht wirklich alles. Du hast was? Ich habe, wie es mein gutes Recht als Chef dieser Firma ist, beschlossen, den Alsterpark an einen externen Landschaftsarchitekten zu geben. Aber warum? Du fandst meine Entwürfe großartig. Ich habe dich nicht hier reingebeten, um diese Entscheidung mit mir zu diskutieren, sondern um sie dir mitzuteilen. Ich habe aber trotzdem das Recht auf eine Erklärung. Du hast ein Recht auf eine Erklärung? Dann frag mich mal. Die Rosen. Warum habt ihr dich gleich auf der Straße? Arno, das tut mir wirklich leid, dass du das so erfährst. Dass ich was so erfahre. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Jetzt. Warum machen wir nicht das, was wir immer schon am besten konnten? Freunde sein. Ja. Lass uns Freunde sein. Ja. Nee, Ulrike. Ich will mehr. Ich will dich ganz. Aber so läuft das doch nicht. Klar wäre es prima, wenn aus uns beiden ein Paar geworden wäre. Aber da gehören nun mal Gefühle dazu. Und die habe ich nicht für dich. Jedenfalls nicht solche. Hier ist mein Angebot. Du schießt diesen Spanier in den Wind, verkaufst die Finca und wir heiraten noch dieses Jahr. Und was ist daran das Angebot? Dass ich dir unter dieser Bedingung den Alsterpark zurückgebe. Das ist kein Angebot, das ist Erpressung. Ulrike, es steht dir jederzeit frei, diese Firma zu verlassen. Und das ist ein Rausschmiss. Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Ulrike. Oh, wie schön. Sind die für mich? Arno hat mich rausgeschmissen. Was? Ja, hat Pablo und mich gestern Abend gesehen. Und jetzt setzt er mir die Pistole auf die Brust. Entweder der Alsterpark oder Pablo. Ach, Schatz. Ihr habt doch all die Jahre so gut zusammengearbeitet. Und Arno schätzt dich sehr. Bestimmt lässt sich dieser Vorfall mit ein bisschen Diplomatie von deiner Seite wieder zu den Akten legen. Das lässt sich nicht wieder einrenken. Ich war noch nie arbeitslos. Naja, wir werden schon nicht verhungern. Ich mach dir jetzt erstmal einen Kaffee. Hallo Anna. Ist was passiert? Kann ich dich nicht mal ohne Voranmeldung abholen? Das machst du sonst auch nie. Stimmt. Ich habe meinen Job verloren. Ich wusste doch, dass was passiert ist. Ja, und deshalb habe ich beschlossen, dass wir jetzt mal für eine Weile nach Lanu gehen. Na toll.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie dort alle Spanisch sprechen? Ja, aber das lässt sich bekanntermaßen erlernen. Ja, und was mit der Schule? Dann bleib ich bestimmt sitzen, wenn wir zurückkommen. Falls wir zurückkommen. Was? Na, jetzt komm erst mal. Anna, kannst du Romero wegklären? Tschüss. Da willst du also Hals über Kopf mit Saskia nach Spanien? Ja. Weil du glaubst, da ihr Arbeit zu finden, oder was? Immerhin besitze ich ein kleines Weingut. Und anstatt hier im Regen Klinken zu putzen, baue ich doch da lieber Wein an. Ulrike, du verstehst doch überhaupt nichts vom Weinbau. Erstens stimmt das nicht und zweitens kann ich doch dazulernen. Ich verstehe nicht. Du hast dein ganzes Leben noch nie so spontan eine derartige Entscheidung gefällt. Ein Grund mehr ist endlich zu tun. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Ich fahre auf keinen Fall mit nach Spanien. Dann bleibe ich eben hier bei Oma. Und du musst überhaupt nicht wiederzukommen. Den Zahn muss ich euch leider ziehen, meine Lieben. Für eine solche Variante stehe ich nicht zur Verfügung. Ich habe zufälligerweise meine eigenen Vorstellungen, wie ich den Sommer verbringen möchte. Außerdem möchte ich dich nicht beim Vorhaben unterstützen, das ich für so leichtsinnig und gefährlich halte. Du lässt uns im Stich? Oh, ja gut, wenn du es denn so nennen willst, ja. Kannst du mich denn überhaupt nicht verstehen? Das Schicksal hat mir einen gigantischen Joker zugespielt. Soll ich den jetzt einfach ignorieren? Du kennst meine Meinung. Komm, Saskia. Saskia! Tschüss, Omi. Mein Engel. Ich rufe an, wenn wir da sind. Fahr vorsichtig. Das ist schön hier. Die Luft, der warme Wind. Ich habe Hunger. Oh, mein Kind kann sprechen. Pablo, ich bin's. Rat mal, wo ich bin. Woher soll ich das wissen? Was? Ist es wirklich wahr? Ich bin in einer halben Stunde bei dir. Pepita, willkommen. Was für eine Reise. Saskia, nein, bist du groß geworden. Kind, wie alt bist du jetzt? 13. 13? Na, da müssen wir ja alle Jungs aus dem Dorf wegsperren. Jetzt zeige ich dir das Haus. Ich habe dir das allerschönste Zimmer hergerichtet. Hallo. Ich hoffe, mein Tempo überfordert dich nicht. Ich hätte dich schon viel früher erwartet. Du kommst mindestens 10 Jahre zu spät. Mama? Komm.
Dieser Jahrgang ist der größte Bestand. Es muss eine gigantische Ernte gewesen sein. Ja, es war ein tolles Jahr. Und schau, das hier ist eine stille Reserve. Mm. Der ist wunderbar. Mhm. Mm. Habe ich dir gesagt, Henry war ein fantastischer Weinbauer. Ja. Hast du ihn eigentlich gemocht? Ich hatte nie wirklich die Chance, das rauszufinden. Unsere Familien sind seit Jahrzehnten verfeindet. Wie die Affen im Zoo, als ob sie noch nie Deutsche gesehen hätten. Von wegen, ich lerne sofort Mädchen in meinem Alter kennen. Jetzt, wo dein Spanischkurs anfängt, wirst du ganz schnell Kontakt finden. Dich interessiert doch sowieso nicht, wie es mir geht. Du denkst doch nur die ganze Zeit an dich und deinen Lover. Pass auf, Fräulein, sonst gibt's Ärger. Ist mir doch egal, am liebsten wäre ich sowieso tot. Schatz! Hallo, Dirk! Ulrike! Hallo! Sehe ich dich auch mal wieder? Ich hab's vorher nicht geschafft. Ich schulde dir einen Cortado. Wofür? Ich möchte mich entschuldigen. Was ich nach der Beerdigung gesagt habe, war wirklich nicht sehr nett. Aber wahr. Außerdem hat es mich wachgerüttelt. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ich freue mich drüber. Willst du nicht doch einen Kaffee? Ganz schnell, ne? Okay. Wie gefällt dir Pablo Brasso? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du früher auch so neugierig warst. Gedächtniswund? Sein Auto steht jetzt häufig vor deiner Finca. Er ist ein begeisterter Weinbauer. Und sein Vater einer der größten Halunken von Katalanien. Das sagt Pepita auch. Aber ich dachte, das ist eher so ein Familienzwist. Man wird Enrique nie was nachweisen können. Dafür sorge schon seine Söhne. Pablo auch? Nee. Eher die beiden Halunken aus seiner zweiten Ehe, nachdem er Teresa unter die Erde gebracht hat. Du scheinst die Familie Brasso ja richtig gern zu haben. Sagen wir mal so, ich traue einem Brasso von Haus aus erstmal alles Schlechte zu, aber ich lasse mich gar vom Gegenteil überzeugen. Pass einfach auf dich auf, ja? Es liegt mir was dran. Hallo? Jemand zu Hause? Ich bin hier. Weißt du was? Ich habe alle Händler aus Henrys Buch durchtelefoniert und bei einem soll ich sogar vorbeikommen. Du weißt aber schon, dass die Weinbranche ein sehr hartes Business ist. Mhm. Hauptsächlich Männer. Mhm. Auch Frauen. Ich habe mir 4 Wochen gegeben, dann weiß ich, ob ich eine Chance habe oder nicht. 4 Wochen bleib ich sowieso nicht mehr hier. Ach, und darf ich erfahren, wie lange du uns noch mit deiner wirklich reizenden Anwesenheit beehrst? Am liebsten würde ich morgen fahren. Das wäre aber ein großer Fehler. Wieso? Dann würde sie Emily nicht kennenlernen. Tja. Wer ist Emily? Saskia, Emily? Emily, Saskia. Na schön. Fahre ich eben erst übermorgen. Das ist es. Das ist ja wunderschön. Das Elternhaus meiner Mutter. Mama, dein Handy klingelt. Ja, dann geh doch dran. Schon weg. Es gab einen Riesenskandal damals, als meine Mutter meinen Vater geheiratet hat. Aber leider will er inzwischen nichts mehr vom Weinbau wissen. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Warum überlässt das nicht dir? Dann will er seinen größten Trumpf weggeben.
gibt etwas, das ich dir sagen muss. Du bist verheiratet und hast 4 Kinder. Kannst du dir vorstellen, eines Tages hier mit mir zu leben? Ja. Buenos días, señorita. Señorita Virginia. Hola. No. Sí. Hola. Hola, Maite. Hola, Pablo. So, Freunde, jetzt kann's losgehen. Brot. Fisch war, glaube ich, für dich. Oliven. Ja. Der Tisch ist viel zu klein. Genau. Guten Appetit. Dankeschön. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Dich grüßt ja wirklich jeder. Naja, so wie seinem Mann in meinem Alter eben gebührt. So alt bist du doch noch gar nicht. Ach, du bist süß. Was magst du trinken? Das war doch mein spezieller Freund. Ja, aber er hat Besserung gelobt. Immerhin habe ich ihm den Schaden vom Taschengeld abziehen lassen. Die Familie kennst du also auch. Hola, Pablito. Das ist Maite, eine alte Freundin, und das ist Ulrike. Eine ganz neue Freundin. Es tut mir leid, aber ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich bereite gerade meine Hochzeit vor, müssen Sie wissen. Was ist denn los, Pablo? Lässt dich der Anblick so vieler schöner Damen verstummen? Wieso? Ich sehe nur eine. So geht das schon den ganzen Tag. Das ist ja nicht auszuhalten. Aber gestern haben Sie doch gesagt, dass Sie interessiert sind. Und Henry haben Sie den Wein auch immer abgekauft. Ayer es ayer y Henry está muerto. Na toll. Muy bien. Muy bien. Mal sehen. Ich verstehe das nicht. Der war am Telefon so nett und wirklich erfreut.
habe Enriques Limousine gestern in Torre del Barra gesehen. Was für ein Interesse sollte Pablos Vater daran haben, mir das Geschäft zu verderben? Ich weiß nur, dass wo immer ein Brasso auftaucht, irgendjemand zu Schaden kommt. Pepita, es tut mir wirklich leid, dass deine Schwester so unter ihrem Mann gelitten hat. Aber ich habe das Gefühl, dass du übertreibst. Und trotzdem war er gestern in Torre del Barra. Und heute ist dein Geschäft kaputt. Ich muss jetzt nach Hause. Neue Wicke. Leon, den kommst du. Mi caballo. Mein Pferd. Vale? Kann ich helfen? Mama, wo kommst denn du her? Aus Hamburg natürlich, du kennst das doch. Unser Streit hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen und dir vorschlagen... Hauptsache, du bist jetzt da. Ach, meine Süße. Hört sich ja nicht gerade gut an, ne? Hm? Hast einen schweren Tag erwischt. Keiner kauft mir den Wein ab und ich glaube, die ganzen Stöcke sind krank. Oh. Aber das kriege ich schon hin. Wie lange bleibst du? Keine Angst, nur übers Wochenende. Was denn Saskia? Hat sie sich schon ein bisschen eingelebt? Überhaupt nicht. Bis auf das Pferd, das sie ab und zu reitet, interessiert sie sich für nichts und niemanden. Ach. Komm. Ich zeig dir das Haus, ja? Mhm. Oh, ist das schön hier. Está buscando a mi hermana. Tu hermana, deine Schwester? No, no. Maite es mi Schwester. Y están buscando a mi hermana. Ah, Maite ist deine Schwester. Die Limousine fährt zu deiner Schwester. Vale, vale, sí. Schon durch. Schließlich habe ich einen Beruf. Was ist denn mit dir, mein Engelchen? Möchtest du mit mir nach Hamburg zurück? Entschuldige, aber das Haus ist wirklich verdammt leer ohne euch. Und die Radtour durch Polen, die ich eigentlich schon fest gebucht habe, kann ich jederzeit canceln. Ich habe das Geld zurück. Ich meine, ich habe mich rein prophylaktisch schon mal danach erkundigt. Also mir gefällt es ja gut. Seit wann das denn? Ich habe jetzt ein Pferd, das ich reiten darf und mein Spanisch wird immer besser. Aber komm du doch für ein paar Wochen hierher, Omi. Dann kannst du mir mit den Hausaufgaben helfen. Und Mama Tipps geben, wenn sie Liebeskummer hat wegen Pablo. Oh, jetzt hör sich eine unsere Große an. Fast hätte ich vergessen. Juan, das ist so ein Junge aus dem Dorf. Ich weiß, wer Juan ist, aber woher kennst du den? Ist doch egal jetzt. Jedenfalls ist diese Maite, du weißt schon, die hübsche neulich im Casal. Das ist Juans große Schwester. Sie war über ein Jahr in den USA, weil sie dort irgendeinen reichen Ami heiraten wollte. Aber jetzt ist sie wieder hier. Und rate mal, mit wem sie vorher zusammen war. Mit Pablo. Ihr Lieben. Signora. Ulrike hat mir schon so viel von Ihnen erzählt, es scheint, als würde ich Sie schon eine Ewigkeit kennen. Hm. Kommt mir tatsächlich auch so vor, als hätten wir ihn schon irgendwo gesehen. Eher unwahrscheinlich. Oh, bin plötzlich so müde. Was meinst du, mein Engelchen? Willst du dein armes, altes Omilein nach Lanu begleiten? Schon klar. Von mir aus können wir los. Entschuldigung. Aber der Tag war wirklich sehr anstrengend für mich. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und, möchtest du noch was trinken? Ich möchte lieber ein Stück laufen. Warum hast du eigentlich gar nichts von Maite erzählt? Weil es lange vorbei ist und außerdem gibt's da nichts zu erzählen. Hat sie einen neuen Freund? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, wieso? Sie hat doch gesagt, sie ist hier, um ihre Hochzeit vorzubereiten. Sie bereitet eure Hochzeit vor? Na super.
Ich schieße meine Existenz in den Wind, ich lege mich mit meiner Tochter an, ich stoße alte Freunde vor den Kopf, alles nur, um hier was ganz Neues zu wagen. Und parallel dazu bereitet deine angebliche Ex-Freundin eure Hochzeit vor. Kara, bitte. Lass mich. Mensch, ich kann nichts dafür, dass es so ist. Ja, und warum erzählt sie dann sowas? Was weiß ich? Vielleicht ist sie verrückt. Und es macht ihr Spaß, Unruhe zu stiften. Ich bin übrigens nicht der Mann, der dich verlassen hat und deine Liebe mit Füßen tritt. Ihr seid doch alle gleich. Toll. Und ich darf's ausbaden. Weißt du was? Ich glaube, es ist besser, ich schlafe heute in meinem Bett in Barcelona. So schade, dass du schon wieder fliegst. Ja, ich habe auch schon überlegt. Ich meine natürlich nur, wenn es dir recht ist. Ob ich nicht vielleicht doch für eine Weile herkomme. Wenn es mir recht ist. Sowas kannst doch nur du fragen. Natürlich. Saskia und ich, wir würden uns riesig freuen. Naja, ich frage mich nur, was dein Pablo dazu meint. Seit wann fragen wir Männer nach ihrer Meinung? Hm? Mir ist übrigens wieder eingefallen, wo ich deinen Pablo schon mal gesehen habe. Er war einer von diesen Männern mit schwarzen Anzügen und den Limousinen, von denen ich dir erzählt habe. Auf dem Berg in Lanou? Aha. Bist du sicher? Also, hör mal, dazu sieht er einfach zu gut aus, als dass ich ihn nicht wiedererkennen würde. So, jetzt musst du mir versprechen, dass du mich sofort anrufst, wenn du Hilfe brauchst. Du weißt, ich bin in wenigen Minuten reisefertig. Versprochen? Versprochen. Schon spät kommen muss. Wir müssen. Hallo, Joe. Hallo. Machst du mir ein Cortado? Klar. Hör mal. Meine Mutter hat ein paar Männer beobachtet, die durch den Weinberg gegangen sind und dauernd auf meine Finca gezeigt haben. Ja. Es existiert ein Plan für eine riesige Goldanlage. Samt Hotel mit allen Schikanen. Die Mehrzahl der Bevölkerung ist dagegen, allen voran ich und eine Gruppe Umweltschützer. Henry gehört da auch dazu. Meine Mutter glaubt, dass Pablo auch dabei war. Schon möglich. Auf jeden Fall hat der alte Brasso mal wieder seine Finger im Spiel. Nacht in Todde Dingsbums. Irgendeine Cousine von ihr ist krank. Essen steht im Kühlschrank. Hey! Wann gehe ich eigentlich in die normale Schule? Du willst also trotz Omas Angebot wirklich hierbleiben? Inzwischen gefällt es mir eigentlich ziemlich gut hier. Schlechtes Timing, das wir da haben. Ich denke nämlich gerade darüber nach, dass das Ganze eine totale Schnapsidee war. Und wir schnellstens wieder nach Hause fahren sollten, damit ich mir einen soliden Job suchen kann. Sieht so aus, als hätte ich mich doch ein bisschen übernommen mit der ganzen Nummer. So schnell gibst du doch sonst nicht auf. Das hat ja nichts mit Aufgeben zu tun, aber es sieht einfach schlecht aus. So. Und du sagst mir jetzt mal, wer hinter deinem plötzlichen Sinneswandel steckt. Du kennst ihn. Hier aus dem Dorf? Juan. Nee, ne? Muss es ausgerechnet der sein? Der ist super, Mama. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. Der spricht doch kein Wort Deutsch. Er hat sich extra ein Wörterbuch gekauft. Ach so, na dann. Du bist doch nur sauer, weil dein Pablo mal was mit seiner Schwester hatte. Hey, na bravo! Na? Ich weiß genau, was du von mir erwartest. Dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht die Flinte ins Korn werfe. Aber vielleicht bin ich ja gar nicht so stark, wie du geglaubt hast. Außerdem wollen die mich hier gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob der Mann, in den ich mich verliebt habe, ob der gegen mich ist oder nicht. Was soll ich tun? Soll ich die Finca verkaufen? Antwort kriegt nur der, der fragt. Tschüss.
Bin so froh, dass du angerufen hast. Tja, man kann mir einiges nachsagen, aber Feigheit vor dem Feind gehört nicht dazu. Wieso? Bin ich dein Feind? Da bin ich manchmal nicht sicher. Ich bin ein offenes Buch, du brauchst mich drin lesen. Ein interessanter Mann ist niemals ein offenes Buch. Und ich möchte jetzt alles über Malte und dich erfahren. Gibt's noch viel zu erzählen? Im Grunde hat mein Vater Malte für mich ausgesucht. Für ihn ist sie die perfekte Schwiegertochter. Beruflich total unambitioniert. Und wahrscheinlich hätte sie ihm auch innerhalb von ein paar Jahren wunderschöne Enkelkinder beschert. Ja, aber du hast mir den Heiratsantrag gemacht. Ja, das stimmt. Aber ich hatte damals eben meine Träume schon begraben. Ist das schön hier? Darf ich dich was fragen? Ja. Was hast du mit dem Golfhotel-Projekt meines Vaters zu tun? Gar nichts. Meine Mutter hat dich und einige Männer in der Nähe meiner Finca gesehen. Ich habe nichts mit dem Projekt zu tun. Und du auch nicht. Aber schön hier. Was machst du hier? Überraschung. Ich warte auf dich. Gib mir den Schlüssel. Wir wollen sie nicht in Lanu. Keiner will sie hier. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass sie noch einen Schlüssel hat. War das vorhin eine Liebeserklärung? Ja. Morgen. Was soll das? Das war's, ich bin raus. Und was ist mit unserem Deal? Was ist mit der Finca? Ohne mich. Du hast dir deine Mutter versprochen, dass du dein Weingut wieder aufbaust! Aber sie hätte mich verstanden. Eine Überraschung. Schön, dass du es hier. Hallo. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Mein Verhalten war absolut beschissen. Ich hoffe, du nimmst diese Entschuldigung an. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Danke. Setz dich doch wieder. Wenn du willst, kannst du auch deinen Alsterpark wieder haben. Dafür müsste ich ja wieder nach Deutschland zurückkommen. Ah, verstehe. Du hast mit meiner Mutter geredet. Ulrike, sie macht sich große Sorgen. Und sie hat mich gebeten, ein paar Informationen einzuholen. Und nachdem ich das getan habe, kann ich Hanne sehr gut verstehen. Exklusive Golfsportanlage mit Luxushotel in der Nähe von Lanu. Ja, ja, klar, ich kenne dieses Projekt. Das ist sehr umstritten hier in der Gegend. Und hier die Liste mit den Investoren. Enrique Brasso, sagt dir doch was, oder? Na klar, das ist Pablos Vater. Und der Mann, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, wenn man von seiner rechten Hand absieht, die sämtliche Verträge unterzeichnet. Pablo Brasso? Wir haben gestern erst darüber gesprochen. Mhm.
Und hier der Grundriss der Anlage mit dem Hotel. Man beachte die Lage. Die Finca liegt mittendrin. Die brauchen meine Finca für das Projekt. Greifst du jetzt, was dein Papa für ein Spiel spielt? Das glaube ich nicht. Ich habe uns alle heute Nachmittag nach Hamburg gebucht. Ihr müsst nur eure Sachen packen. Ulrike, glaub's mir. Alles wird gut. Wenn du erst wieder in deinem Alsterpark stehst. Pepita! Pepita! Hol Saskia, die ist bestimmt bei Emily. Was ist denn los? Hol Saskia, damit wir hier wegkommen! Arno, das ist nicht fair. Und Pablo hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Was gibt's denn da misszuverstehen? Er hat mich benutzt, um an die Finca ranzukommen und ich war so blöd, darauf reinzufallen. Arno ist nicht so, er liebt dich wirklich, das sagt Fran auch. Du bleibst hier, bis ich weiß, was ich mit der Finca mache, ja? In keinem Fall verkaufe ich an die Familie Brasso. Steig jetzt ein! Mi hermosa, ich bin's. Ich bin auf dem Weg zu dir. Hier reicht dich nicht. Ruf mal an. Ciao. Diré, igual que dice a todos, que diré, al ver esta rosa te hizo ver, que llevaba de la mano a otra mujer. Ich habe Ihnen ja schon von Deutschland aus gesagt, welche Preisvorstellung meine Freundin hat. Das ist aber noch mehr. Tja, das Leben wird eben jeden Tag teurer. Senor Brasso, ich bin bestens darüber informiert, was für Sie bei der Sache abfällt. Und das nicht abfällt, wenn Sie die Finca nicht bekommen. Also? Und sie will wirklich verkaufen. Pablo sagt... Vergessen Sie, was Pablo sagt. Sie wird verkaufen. Überlegen Sie es sich. Und wenn Sie soweit sind, schicken Sie diesen Vertrag unterzeichnet an diese Adresse in Hamburg. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Danke. Wirklich ein beeindruckendes Projekt, was Sie da vorhaben. Ja. Und mein Abschied aus dem Geschäftsleben. Das weiß nur noch niemand. Nicht meine Frau, nicht mein Sohn. Entschuldigung, Señor Brasso. Pablo hatte einen Autounfall. Was? Wo? An der C1 und 13, in der Nähe von Golfplatz. Es tut mir leid. Ich muss gehen. Natürlich. Was ist los? Ich muss telefonieren. Ich muss telefonieren. Haben Sie das gehört? Er will ein Telefon. No, no Telefon. Hätte ich mir denken können, dass du dahinter steckst. Aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Mami liebt Pablo, nicht dich. Ich hoffe, du hast all deine Sachen eingepackt. So schnell kommst du hierher nicht mehr zurück. Ich geh noch mal kurz zur Toilette. Ja, aber beeil dich, wir sind spät dran. Pablo hat einen Accident und jetzt ist er im Hospital. Pablo ist im Krankenhaus? Sí. Vamos. Nichts. Sie ist auch auf keiner der Toiletten. Ulrike, wir müssen los, sonst ist der Flieger weg. Ja, ich kann sie doch nicht herlassen. Vielleicht ist sie auf dem Weg zurück nach Lanou zu ihrem Freund. Was ist, wenn ihr was passiert ist? Das wüssten wir. Sie hat Pass und Ticket bei sich. Und was ist, wenn sie entführt worden ist? Von wem? Warum? Am helllichten Tag unter tausend von Menschen auf einem Flughafen, Ulrike? Du musst alleine fliegen. Du willst gar nicht weg, stimmt's? Nicht ohne Saskia. Das meine ich nicht, du weißt es. Du hoffst immer noch, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Du hast nichts dazugelernt seit damals, Ulrike. Du bist immer noch das kleine Mädchen, das von der großen Liebe träumt. Und was ist so verkehrt daran? Weil man immer wieder auf die Schnauze fällt und es immer, immer wieder wehtut. Du sprichst gar nicht von mir. Du meinst dich selber, nicht wahr? Ulrike, ich hab
Immer gehofft, du würdest irgendwann zu mir kommen. Alle Jahre. Aber du bist nicht gekommen, nie. Du hast nie gemerkt, wie sehr ich dich liebe. Wenn du mir dann eine Chance gibst, dann kann ich dir alles erklären. Mein Gott, was ist denn passiert? Du hättest es mir doch gar nicht geglaubt, wenn ich dir gesagt hätte, dass ich meinem Vater am nächsten Tag alles vor die Füße schmeißen darf. Wahrscheinlich nicht. Siehst du? Ich konnte es gar nicht anders machen. Wenn ich allerdings gewusst hätte, dass die Investoren sich für einen ganz anderen Standort entscheiden, ja dann... Dann hätte ich schon viel früher um deine Hand angehalten. Ulrike, lieber Pablo, nun habt ihr es also doch geschafft. Ich meine natürlich, uns hier alle zu versammeln. Und so hat einmal ein großer Schriftsteller gesagt, leider war ich es nicht, denn sonst kennt ihr heute wahrscheinlich nicht in den Genuss meiner Anwesenheit. Nun aber nehmet Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Doch die Liebe ist die größte von ihnen. Korinther 13, Neues Testament. In diesem Sinne bitten wir nun das Brautpaar auf die Tanzfläche zum Hochzeitswalzer. Nicht ohne vorher anzustoßen, dass ihre Liebe von Hoffnung und Glauben gestützt die Stürme des alltäglichen Lebens überdauern möge.